Willkommen zu Nerd und Spielt. In Anthem habe ich ja jetzt das Herz des Zorns geschafft und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich hier noch mit einigen Leuten reden kann. Da bist du ja. Du hast das Duett von Halleck und Yarrow verpasst. Ich habe es vielleicht aufgenommen. Ja, schön. Jetzt Yarrow, der hat anscheinend auch einen Auftrag für mich. Ah, gut, da bist du ja. Ich habe Neuigkeiten zu den verschwundenen Gestalterfragmenten. Du hast sie gefunden? Das nicht. Aber ich weiß, dass dieser Feigling Dick sie dem Höchstbietenden verkaufen will. Eine Auktion? Genau. Die Arkanisten, die du befreit hast, haben einiges mitgehört. So kam ich drauf. Und wo könnte so etwas stattfinden? Ich habe mich mit ein paar Freelancern unterhalten und von einigen Orten erfahren, die ideal wären. Mein Bauchgefühl sagt mir, Dix wird nicht lange damit warten. Sehe ich ähnlich. Okay, ich mache mich auf die Suche. So, dann haben wir das schon mal. Dann geht's jetzt erstmal in die Kneipe. Der ist wieder da. Freelancer in der Bar. Na, hier gibt's aber nichts. Was ist eigentlich mit Stu passiert? Hat irgendwo in einer Seitengasse. Bist du Seth? Höchstpersönlich. Du musst der Freelancer sein, den Tessin angeheuert hat. Sieh an, du wirkst ja sogar kompetent. Hast du etwas anderes erwartet? Nein, nun, schon irgendwie. Ich bin es gewohnt, nur die Reste abzukriegen, nicht die Ressourcen. Man sollte meinen, dass Corvus genug gute Leute hätte. Das stimmt ja auch. Aber ich bin der sprichwörtliche Fußabtreter. Um es kurz zu machen, habe ich den falschen Leuten ans Bein gepinkelt und bin deshalb in diesem Drecksloch hier gelandet. Das ist meine Heimat. Auf den ersten Blick scheint Fort Tarsis nicht so großartig zu sein, aber... Es ist ein Drecksloch. Die Bar hat noch nicht mal einen Namen. Sie hatte mal einen, aber... Ich kenne die Geschichte. Ich kenne sie alle. Lass uns einfach über den Job reden. Corvus hat einen Eskari verfolgt, der sich Skilos nennt. Ich hatte schon mit Eskari zu tun. Dann weißt du, dass es keine gewöhnlichen Skar sind. Nein, sind es nicht. Ein Schwarm, der unter dem Kommando eines Eskari agiert, besitzt Kräfte vernichtenden Ausmaßes. Ich habe ein Team von Agenten geschickt, um Skilos anzugreifen. Es lief leider nicht wie geplant. Die Kreatur hat es geschafft, sich in sein Nest zu retten, ehe wir den Job zu Ende bringen konnten. Das heißt, es soll ein Skarnest. In einem unterirdischen Höhlensystem. Ich will dich nicht anlügen, Freelancer. Das wird ein harter Einsatz. Schick die Koordinaten an Faye. Wir kontaktieren dich, sobald ich am Nest bin. Okay. Wo hab ich denn jetzt noch hier was? Ah, das ist ja Halleck. Den habe ich gar nicht gesehen. Hey, hey, mein Freund. Halleck, geht's dir gut? Hab eine Flasche Gackerbeerenwein getrunken. Hatte sie mir jahrelang aufgehoben. Für die richtige Gelegenheit. Das ist betüdelt. Faye nennt ihn Wahrheitssaft. Also warte ich hier, bis die Wahrheit des Lebens mein Gehirn erreicht. Ich hoffe, die Hymne singt für mich. Jedenfalls habe ich mal in mein Javelin gepinkelt. Halleck, ich glaube, das ist ein anderer Wahrheitssaft. Wenn man muss, muss man. Hab mich direkt im Anzug erleichtert.
Hau. Das ist dann wohl genug Wein für heute. Zu spät. Hab ihn schon leer getrunken. Warte gerade, dass die Wahrheit mich besucht. Ich glaube, das ist schon... Die Wahrheit ist, ich dachte nicht, dass wir je Freunde werden. Naja, es war oft knapp. Aber die wahrheitigere Wahrheit ist, dass ich mich geirrt habe. Du bist echt okay. Aber sag Herrlich nicht, dass ich das gesagt habe. Au! Au! Ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich an nichts erinnern wird. Hoffentlich schon. Ist schön, Freunde zu haben. Man kann ihnen Sachen erzählen. Ich habe zum Beispiel mal in meinen Javelin gekriegt. Habe ich gehört. Aber du hast schon gehört, dass ich der blutrote Lancer bin? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die ganze Serie auf mir basiert. Reißt Ruhm und Ehre an euch, Lancer, in den Schlund. Der Tod ist nur ein Wiedersehen mit alten Freunden. Frappierend, die Ähnlichkeit. Nicht wahr? Da braucht man auch keinen Wein. Ja, nee, ist klar. Hat er ganz schön sich besäuselt. Gut, dann reden wir mal mit Matty, Aril und Sumner. Oh, wer ist das? Also bist du doch der Richtige. Ich dachte mir, dass du es bist. Der Großmeister hat mit dir gesprochen? Ich habe mit ihm geredet, ja. Worum geht es hier? Du hast hohe Wellen geschlagen. Die Tore zur Festung der Dämmerung öffnen? Nicht übel. Aber das innere Heiligtum zu erreichen? In Anzium wurden einige Räder in Gang gesetzt, als dir das gelungen ist. Wie meinst du das? Wieso sollte jemand in Anzium sich etwas aus mir machen? Ich meinte das wörtlich, dass Räder im Palast begonnen haben, sich zu drehen. Arden Wasser hatte ein Gerät gebaut, das sie mitteilen sollte, wenn sich ein würdiger Lancer nähert. Wie ich hörte, informierte es die halbe Stadt. Was? Na toll, jetzt darf ich mir einen Kopf darum machen, ob ich den Imperator enttäusche. Ich sagte dir ja, dass er dich beobachtet. Jetzt geht es nur darum, was du als nächstes tun wirst. Ich habe so das Gefühl, dass du an dieser Stelle ins Spiel kommst. Nun, das kommt auf dich an. Ich schätze, es ist an der Zeit, dass ich mich vorstelle. Ich bin der Wissenshüter und Geschichtenerzähler der Legion der Dämmerung. Die Legion gibt es nicht mehr. Sie ist vor Jahrhunderten zerbrochen. Die Lancer haben den Pfad verlassen, das ist richtig. Doch es gab immer eine Handvoll Seelen, die den Auftrag hatten, die Legion am Leben zu erhalten. Arden Wasser hatte einen Grund, die Räder funktionsbereit zu lassen. Der Pfad des Legionärs hat ebenso wie die Tore der Festung der Dämmerung auf einen würdigen Lancer gewartet. Okay. Das klingt, als ob du mir einen Auftrag geben willst. Oder mehrere. Keinen Auftrag, keinen Job. Eine Art Herausforderung. Du kennst die Geschichten über General Tarsis. Kennst du auch die Geschichten ihrer angesehensten Räte? Ich habe ihre Namen gehört. Kindermärchen. Aber ich glaube nicht, dass du das wissen wolltest. Du solltest wissen, in wessen Fußstapfen du trittst. Auf dem Höhepunkt der Dämmerung versammelten sich zahllose Lancer um das Banner von General Tarsis. Alle, die ein Kämpferherz besaßen, bekamen ihren Platz. Doch einige wenige waren mehr als nur Lancer. Sie waren die engsten Weggefährten von Tarsis. Sie beschritten den Pfad an ihrer Seite. Die Legionäre. Okay. Ich weiß, dass du mich nicht darum bittest, der beste Freund des verstorbenen Generals zu werden. In gewisser Weise schon. Arden Wasser, Erbauer des ersten Javelin, der erste Imperator. Senadin, deren Schnelligkeit Corvus inspirierte. Midaren, Magna Strahl und Liatrell, die Unbeugsame. Sie alle hatten eins gemeinsam. Sie teilten die Ideale von Helena Tarsis. Und du willst, dass ich das auch tue? Trete in ihre Fußstapfen. Werde Legionär. So viele Blicke ruhen auf dir. Wenn du wirklich den Pfad des Legionärs wieder zum Leben erwecken kannst, vielleicht beginnen die glorreichen Tage der Legion dann erst. Hm.
Du kannst dich jetzt in Herausforderung im Geist der treuen Legionäre stellen. Okay. Großmeister Adams ist hier. Er bittet dich darum, ihn aufzusuchen, sobald es deine Zeit erlaubt. Okay. Da komme ich raus. Da könnte ich auch rauskommen. Hier geht's zu Matti. Und weg. Na? Gehst du immer noch? Also das funktioniert momentan nicht. Muss ich jetzt tatsächlich erstmal hier mit Großmeister Adams sprechen. Alle Unfälle sind vermeidbar. Jeder, der was anderes sagt, was hängt hier? Das ist noch ein Radio. Da laufen wir stark gegen die Tür. Okay, versuchen wir es nochmal. Erzähl mir von einer Erinnerung. Irgendeine. Da kann ich nicht mitreden. Mal Brindle Patch. Da liegt wieder was rum. Ein bisschen was über die Urgoth. Ah. Hier kann ich jetzt noch was annehmen. Meeren war der Sohn von Arkanisten. Er hatte sein ganzes Leben in einer unterirdischen Höhle versteckt verbracht. Als er 10 Jahre alt war, hatte er noch nie den Himmel, einen Urgoth oder ein Tier gesehen. Nur Menschen. Die Welt war ihm vollkommen unbekannt. Bis auf Erzählungen von Entsetzen und Leid. Doch außer all den Geschichten, die Kinder mahnten, sich zu verstecken und ihren Eltern zu gehorchen, hatte Medaren auch eine andere gehört. Die geflüsterte Legende eines Aufstandes gegen die Urgoth. Und von einer Legion, die sich erhob, um alle Menschen zu befreien. Also verließ Medaren im Alter von 10 Jahren die Sicherheit der Arkanisten, um die Legion der Dämmerung zu finden. Okay. Seine Eltern haben ihn doch nicht einfach so gehen lassen, oder? Sie haben es ihm natürlich verboten. Doch er wartete den richtigen Moment ab und rannte weg. Er war zu einem Gelehrten erzogen worden und wusste, wie man die geheimen Zeichen der Arkanisten las. Er folgte ihnen durch die Wildnis zur Legion der Dämmerung. Oder wenigstens versuchte er es. Die Chimäre hatte andere Pläne. Ist das so eine Geschichte, in der ein kleiner Junge mit einem Zweig und einem Stein gegen eine Chimäre kämpft? Nein. Obwohl die meisten dieser Geschichten an Medaren angelehnt sind. Er hatte noch nie eine Chimäre gesehen. Er hatte auch noch nie ein Clowninchen gesehen, aber er war ein sehr guter Schüler.
Er hatte alle Warnzeichen gelernt, die darauf hindeuten, dass er verfolgt wird, und erinnerte sich an die Geschichten, wie man falsche Spuren legt. Okay. Er führte die Chimäre auf einem langen, gewundenen Pfad zwischen den Felsen an der Nase herum. Vor und zurück. Er konnte die Kreatur nicht abschütteln, aber sie konnte ihn auch nicht finden. Dann kamen die anderen Jäger. General Tarsis, im ersten Javelin, der je konstruiert wurde. Sie probierte ihre neue Rüstung aus und fand die Chimäre, die dem Jungen nachstellte. Zum Glück für Medaren. Das hat mit Glück nichts zu tun. Tarsis folgte seiner Spur, genau wie die Chimäre. Sie lernte gerade erst, mit dem Javelin umzugehen. Niemand wusste, wozu er imstande war. Nicht einmal der Mann, der ihn konstruiert hatte. Da sie noch nicht auf die Stärke ihres Anzugs während eines Kampfes mit der Chimäre vertraute, brachte sie diese stattdessen dazu, sie zu verfolgen. Als sie hinter Tarsis herjagte, suchte Liatrell den Jungen und brachte ihn eilends in Sicherheit. Okay. Nach all dem ist er einfach wieder nach Hause gegangen. Das ist keine besonders gute Geschichte. Ich sagte in Sicherheit und nicht nach Hause. Sie brachten ihn in ihr eigenes Lager, wo die Legion sich zu dem Zeitpunkt versteckt hielt. Tarsis fragte ihn, wo er wohnte und zu wem er gehörte. Und Medaren antwortete, ich gehöre zu euch. Die anderen versuchten ihn dazu zu bewegen, nach Hause zurückzukehren, aber nach einer langen Weile sagte Tarsis, er ist zu Hause. Von da an diente Medaren als Knappe in der Legion der Dämmerung. Schließlich wurde er selbst zum Legionär. Doch das ist eine andere Geschichte. Okay. Madame Chronistin? Oh, du hast es geschafft. Ja, du hast es geschafft. Du hast das Herz des Zorns eingedämmt, mein Kind. Wer hätte das für möglich gehalten? Naja, ich hatte Hilfe, Herlock und Faye. Keine falsche Bescheidenheit. Du hast etwas Großartiges geleistet und du musst stolz darauf sein. Wie mein Mentor Negandell zu sagen pflegte, du weißt doch, wer Negandell ist, oder? Ja, hat sie mir schon mal erzählt. Sie haben ihn ein oder zweimal erwähnt. Er war ihr Mentor. In der Tat. Er war ein Meisterkrypter, Autor, Aktivist und Mitglied der königlichen Familie. Klingt nach einem ziemlich tollen Typen. In der Tat. Und er pflegte zu sagen, insbesondere zu mir, lass andere deine Talente feiern. Denn was für dich gewöhnlich ist, mag für andere ein Wunder sein. Schon möglich. Die Dinge werden nie wieder wie früher sein. Aber es wird wieder besser. Und deshalb werde ich dich belohnen. Mit dem Geschenk des Wissens. Sie will mich belohnen. Natürlich. Ich möchte dir eines meiner Lieblingsbücher schenken. Der Freelancer 3. Es ist so berühmt, wie du es einmal sein wirst. Ja, schön. Danke. Vielen Dank für das Buch, Madame Chronistin. Aber jetzt muss ich los. Man sieht sich. Man sieht sich? Mann, hast du keinen besseren Abschiedsgruß für mich? Oh, doch, vielleicht. Möge das Licht aus wolkenlosem Himmel auf ihre Pfade fallen, Madame. Das war eventuell zu viel des Guten. Ich arbeite weiter dran. Auf Wiedersehen, Freelancer. Auf Wiedersehen. Ja, auch die mag ich. So, jetzt gucke ich nochmal, ob ich mit Matti reden kann. Oder mit Errol oder mit Sumner. Sieht nicht so aus. Ah, doch, jetzt stehen sie alle hier. Ich vermute, ihr habt Robin Moores Archiv entschlüsselt? Das haben wir. Moore hat ein Gestalterrelikt entdeckt, das er den Auspex nannte. Das Symposium wollte es haben. Moore hat es ihnen verweigert. Sie verfolgten und töteten ihn schließlich. Aber Moore wusste, dass das Symposium unterwegs ist. Darum hat er alle Spuren verwischt.
damit das Symposium niemals herausfinden würde, wo er den Auspex versteckt hat. Ich sehe schon, was kommt. Ihr drei wisst, wo er ist. Ja, Datenarchiv. Viel drin. Alles. Durchatmen. Was Matty damit sagen will, ist, dass wir dank Moores Archiv wissen, wo der Auspex ist. Moment, was macht der Auspex? Weiß nicht. Musst einfach zu ihm und ihn dann herbringen, damit wir ihn untersuchen können. So. Jetzt habe ich fürs nächste Mal einiges zu tun. Wie sieht's denn hier noch mit Reden aus? Kann ich heute mal reden? Giles. Da ist noch Freelancer Jarrow. Da habe ich noch ein paar mit Reden, aber das machen wir das nächste Mal.